Hallo ihr lieben Naschkatzen und Snackfreunde, herzlich willkommen zur Neuheitenbox von World of Sweets Oktober 2024. Wir haben hier das kleine Paket. Ich habe das Gefühl, es ist diesmal etwas leichter als sonst. Es kostet auch nur 12 Euro diesmal. Und ich habe es schon mal aufgeschnitten, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Wie immer. Ihr kriegt den ersten Blick hinein. Oh, es ist diesmal etwas besser geschützt. Das war sonst, glaube ich, nie drin. Vielleicht auch ein bisschen Platz. Noch ein bisschen Platz wegzunehmen. Also so sieht es diesmal aus. Wunderschön. Also ich habe das Gefühl, wir hatten in letzter Zeit, hatten wir beim letzten Mal einen Snack dabei. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall diese großen Tüten. Ne, diese, also groß sind sie ja nicht, sind Standardtüten. Standard-Chips-Tüten haben sie jetzt nicht mehr drin gehabt in letzter Zeit. Aber ist ja nicht so schlimm. Gut, schauen wir mal. Als erstes hätten wir hier von Alpina Salted Caramel Crunches. Okay. Also es ist süß-salzig. Sehr spannend. Ist nicht jedermanns Sache. Verpackung fühlt sich sehr, sehr weich an. Ist irgend so ein Recycle-Material, glaube ich. Sehr fetzig. Vollmilchschokolade. Okay. Ich sah relativ dunkel aus auf dem Foto. Also manche sehen dunkler aus als andere, sage ich mal. Also ich hätte jetzt sogar fast gedacht, es wären zwei verschiedene. Aber es ist nur Vollmilchschokolade. Okay, mal sehen, ob wir die nachher probieren. Ich bin mir relativ sicher. Dann haben wir von Katjes ein paar neue vegane Fruchtgummis. Und zwar tierisch beste Freunde. Mit dem. Ist das ein Bison? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bison und ein Huhn. Ja, vegan immer schwierig, weil wegen der Konsistenz muss man auch wieder mögen. Okay. Ich finde es immer etwas schwierig. Aber beim letzten Mal, waren es beim letzten Mal, bin mir nicht ganz sicher, aber wir hatten schon mal solche relativ großen Sachen drin. Da war es tatsächlich eher nicht so angenehm, die in dieser Konsistenz zu essen. Die scheinen jetzt wieder die normale, kleinere Größe zu haben. Von daher bin ich da schon mal recht froh drüber. Okay. Weiter geht's mit Lakritz-Toffees von Toffee Trophy. Oder, ja doch, Toffee Trophy müsste ja sein. Okay. Lakritze trifft weiche Karamelle. Interessant. Also ich mag persönlich Lakritze. Aber ich esse es nicht allzu oft. Da muss ich auch wieder Lust drauf haben. Das war auch sehr interessant. Ich denke, jetzt werden wir auf jeden Fall mal probieren. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich habe noch nie irgendwas von Toffee Trophy gehört. Von daher, schauen wir mal. Da haben wir wieder einen Tee, den können wir jetzt nicht machen. Von Mesmer Herz. Herzerwärmer, heiße Cranberry. Früchtetee mit Cranberry-Aroma. Cranberry-Glühwein-Aroma. Ach du Scheiße. Ich persönlich trinke keinen Glühwein. Ich werde es trotzdem mal probieren. Da ist auch wieder Süßkraut dran. Ich habe da wenig Hoffnung, dass es mir schmecken wird. Einfach nur deswegen. Gut, weiter geht's. Oh, guck mal. Von Cavendish und Harvey. Drops mit Litchi und Melone. Das ist spannend. Die sind definitiv neu, weil die kenne ich nämlich noch nicht. Ich kenne einige Sorten von Cavendish und Harvey. Ich habe sogar bei World of Sweets schon mehrere bestellt. Aber meine Mama hatte mal so einen 12er-Pack von QVC oder HSE. Ich weiß nicht mehr, hatte sie mal so einen ganzen 12er-Pack bestellt, das komplette Sortiment damals. Und die hier kenne ich noch nicht. Also die sind ganz neu. Das ist sehr spannend. Aber das dauert jetzt dann zu lange, um es zu probieren. Ne? Bisschen schade. Bin schon sehr gespannt drauf. Meine Lieblingssorte von Cavendish und Harvey ist Pfefferminze. Die haben so leckere Pfefferminzbonbons. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die so lecker. Die sind nicht so. Die sind zwar sehr. Also sie sind natürlich sehr pfefferminzig, weil da steht Pfefferminze drauf. Aber die sind nicht so stark. Das heißt, die brennen nicht, sondern die sind eher so eine Art süßliche Pfefferminze. Und esse ich super gern, wenn ich krank bin. Esse ich aber auch zwischendurch super gern. Es ist das Erste, was ich nachbestellt habe, als dieser 12er-Pack alle war. Ne, da habe ich direkt zugeschlagen. Ansonsten mag ich auch diese gemischten Packungen einfach. Ich muss aber sagen, dass die mit Füllung mir lieber sind als die ohne Füllung. Ich weiß nicht, finde ich irgendwie sehr spannend.
Da gibt es zum Beispiel, was ist das? Zitrone mit Himbeerfüllung, glaube ich. Die sind sehr, sehr lecker. Also das sind richtige, schöne, hochwertige Bonbons, die ich auch sehr gerne mag. Sehr gespannt auf die zwei Sorten. So, weiter geht's. Und zwar mit True Dates. Okay. Sweet Peach. Also es sind scheinbar Datteln. Datteln mit, gibt es ja auch Deutsch, entkernte Datteln mit Pfirsichgeschmack. Okay, interessant. Kann ich mir überhaupt noch nicht vorstellen. Sind wahrscheinlich sehr süß, weil Datteln sind halt sehr süß. Ich bin nicht der größte Dattelmensch. Wenn ich die Wahl habe zwischen Datteln und Feigen, dann wähle ich Feigen. Aber können wir ja nachher mal probieren. Und dann haben wir noch ein Mr. Tom. Und zwar mit Salzkaramell. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne auch die originalen Mr. Tom. Die holt meine Mama sehr gerne. Ich persönlich jetzt nicht so, weil ich muss sagen, mir sind die zu hart. Einfach. Wenn ich Nüsse esse, mag ich die lieber pur. Und die sind immer so sehr hart. Ja. Mag auch lieber weichere. Weißt du, weichere Schokoriegel. Ich weiß nicht. Wenn ich mir einen Schokoriegel hole, dann in 95% der Fälle nicht Mr. Tom. Also ich glaube. Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Und dann haben wir noch Schoketten. Blond, pure. Karamellige weiße Schokolade. Kommt mir sehr bekannt vor, ich weiß aber jetzt nicht woher. Ich glaube, wir hatten schon mal Schoketten. Hatten, glaube ich, vor 2 oder 3 Paketen hatten wir schon mal Schoketten drin. Es war, warte, Schoketten mit Popcorn-Geschmack. Die waren nicht gut. Da erinnere ich mich jetzt dran. Das fällt mir gerade wieder ein. Also, die Drops würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht probieren. Den Tee natürlich auch nicht. Und den Mr. Tom vielleicht ist auch eher was für Arbeit. Und die Datteln probieren wir auf jeden Fall. Es gibt keinen Snack, ne? Gut, dann probieren wir die Datteln. Ich habe jetzt nicht wirklich Schiss auf Katja, das gebe ich ganz ehrlich zu. Wir probieren die Datteln, die Crunches und die Lakritz-Toffees. So, und den Rest hebe ich mir für später auf. Ich denke, wir fangen an mit den Datteln. Weil die liegen jetzt halt gerade hier. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Das ist eine Verpackung, die man wieder zumachen kann. Hier ist so ein Dings. Es wird hier oben aufgerissen und dann hat man hier noch diesen Zip-off-Verschluss drin, wo man es wieder zumachen kann. Sehr praktisch. Riecht sehr angenehm nach Pfirsich, aber auch ein bisschen merkwürdig gleichzeitig. Sie sehen aus wie vergammelte Datteln. Aber okay. Okay. Also, mein erster Gedanke war, der ist nicht so süß, wie ich gedacht habe. Dieses Pfirsichzeug außen ist nicht so süß, ist eher so ein bisschen säuerlich. Es nimmt der Dattel die Süße. Und dann, je länger ich es gekaut habe, umso widerlicher hat es geschmeckt. Ich fand es irgendwie gerade richtig lustig. Weil mein erster Gedanke, nachdem das nicht so süß war, war eigentlich, wow, das ist ja geil. Und dann so 2 Sekunden später dachte ich mir, naja, eigentlich ist das überhaupt nicht geil. Das ist ziemlich ekelhaft. Gebe ich ganz ehrlich zu. Nee, ist nicht mein Ding. Ganz ehrlich. Nee, muss nicht. Nee. Tschüss. Ich lasse meine Arbeitskollegen probieren. Und dann schauen wir mal, ob es irgendjemandem schmeckt. Also ich fand es gar nicht mal so toll. Wie gesagt, ich bin noch nicht so der Dattelmensch. Aber ich denke nicht, dass es an den Datteln liegt. Es ist irgendwie die Mischung zusammen. Am Anfang geht es noch und dann irgendwann wird es irgendwie so unerträglich merkwürdig. Okay. Erstmal was trinken. Ich glaube, Datteln pur sind mir doch lieber. Also das muss ich nicht nochmal haben. So, dann machen wir weiter mit den Crunches. Habe ich von Crunchies gesagt? Ich glaube, da ist natürlich Crunches. Auch das klingt komisch. Auch das riecht merkwürdig. Mit Salzkaramellfüllung. Okay, schauen wir mal. Also so sehen sie aus, wie so kleine Kissen quasi.
Oh, dann haben wir jetzt Schokolade. Da ist aber noch irgendwas, ne? Hast du noch so eine Waffel oder so? Schokolade, Waffel und salziges Karamell, ne? Glaube ich. Okay. Schmeckt ein bisschen langweilig, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber die schmecken nicht schlecht. Ich würde es auf jeden Fall dreimal lieber essen als die Datteln gerade eben. Die erinnern mich an irgendwas. Also ich weiß nicht warum, aber der Geschmack erinnert mich ein ganz kleines bisschen an Milchkoalas. Und es gibt ja diese sechseckigen Koala-Verpackungen. Da gibt es Kakao und Milch. Ich persönlich hole eigentlich immer Milch, weil Kakao mag ich nicht so. Die mit Milch sehr lecker. Aber die erinnern mich irgendwie vom Geschmack her daran. Ich weiß aber gar nicht warum, weil bei den Koalas ist keine Schokolade dran. Hier ist Schokolade dran. Aber diese Milchcreme-Füllung schmeckt so ähnlich wie dieses Salzkaramell. Was mich jetzt irgendwie irritiert, weil es sollte ja eigentlich Milchcreme-Füllung sein. Aber es erinnert mich tatsächlich geschmacklich sehr daran. Also ich finde sie nicht schlecht, aber es sind etwas langweilig, muss ich sagen. Kann man zwischendurch mal essen. Überlegt mal, wie ich das hier hinstelle. So, okay. Gut, sehr spannend. Auf jeden Fall besser als die Datteln. Und jetzt machen wir noch Lakritz-Toffee. Und trinken noch einen Schluck. Dann schauen wir mal. Falls ich es aufkriege. Dann probiert es auf. Ich hab's. Die sind einzeln verpackt, ne? Ja. Praktisch. Mir gefällt das Design von der Verpackung persönlich sehr gut. Ich mag ja alles, was mit Schwarz ist. Und Schwarz-Lila ist sowieso eine super Kombination. Meine Tasche, Fun Fact, meine Tasche, die ich jeden Tag benutze, ist schwarz-lila. Schwarz-lila gestreift. Und das ist jetzt hier so weiß-lila gestreift mit Schwarz. Sehr schön. Ist dann auch hier genauso. Also ich kenne die Firma nicht, vermute mal, dass sie noch andere sehr unterschiedliche Toffees gemacht haben. Ich krieg das Ding nicht auf. So blöd für die Verpackung. Aber sonst geht's. Alles gut. Alles prima. Okay. Also, hier ist jetzt, hier ist es. Sieht leider aus wie normales Toffee, aber mit Lakritzgeschmack. Ich bin sehr gespannt. Oh. Oh, ist sehr weich. Okay. Es ist wesentlich weicher, als ich gedacht habe. Sieht innen dann so aus, also so ein leicht flüssiger Kern. Oh, die Konsistenz schreckt mich gerade. Das ist die Konsistenz von dieser Milchtoffees, wo diese Kuh drauf ist. Kennt ihr die? Das ist nicht so, das ist nicht so ein Toffee, was du so langziehen kannst, ne, wo du dir alle deine Zähne rausreißt, die ich persönlich bevorzuge, geschmacklich und von der Konsistenz her, sondern es sind diese, wo diese Kuh drauf ist. Es ist so ein leicht bröckliges Toffee. Und die Konsistenz mag ich persönlich nicht so sehr. Geschmacklich, sehr kräftig. Das muss man mögen. Es ist so kräftig, es erinnert mich an diese Salmiak-Pastillen, die es da gibt. Es ist so ein leicht gesalzenes Lakritz. Das ist also was für absolute Lakritz-Liebhaber. Mir persönlich ist es schon fast ein bisschen zu lakritzig. Also ich mag Lakritze sehr gern, aber tatsächlich eher in Verbindung mit noch irgendwas anderem Süßen außenrum, wie zum Beispiel bei den Colorado von Haribo, wo dann außen noch so oder eine Füllung noch mit drin ist und sowas. Da gibt es ja auch einzelne kleine, die sind aber etwas süßer, da ist nicht so viel Salz mit dran. Oder woher auch immer das Salz kommt, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kenne mich da mit der Lakritzherstellung ehrlich gesagt nicht so sehr aus, aber die schmecken nicht so salzig wie das hier. Das hier ist ziemlich viel Salz. Hier ist auch extra Salz dran, steht extra da. Okay, also habe ich recht gehabt. Hier ist ein bisschen mehr Salz dran.
Wenn man Lust drauf hat, ab und zu, so alle 5 Jahre, habe auch ich mal Lust auf Salmiakpastillen. Und dann esse ich die tatsächlich auch mal sehr gern. So über eine Woche verteilt, mal so ein paar Dinger. Das ist was, da muss ich Lust drauf haben. Von daher, ich habe das Gefühl, mein Bedarf ist erstmal wieder gedeckt für die nächsten 2 Jahre. Und ich habe nur eins davon gegessen. Aber okay. Ich werde die schon irgendwie loswerden. Ich kenne auch mehr Leute, die gerne Lakritz essen. Ich bin gespannt. Also, es ist jetzt nicht so richtig mein Ding, muss ich sagen. Es ist mir etwas zu salzig und etwas zu kräftig. Ich denke, wenn, dann würde ich mal eine andere Sorte von den Toffees von Toffee Trophy probieren. Aber die hier glaube ich nicht unbedingt. Weißt du was? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da machen wir noch die Schoketten auf, weil ich muss den Geschmack jetzt loswerden, ehrlich gesagt. Es ist sehr kräftig. So kräftig ist gar nicht wegbekomme, wenn ich jetzt hier noch was trinke. Gut, schauen wir uns mal die Schoketten an. Wir haben hier Karamell trifft weiße Schokolade. Ein perfektes Match. Viel Karamell, ne? War nicht noch irgendwas mit Karamell? Nee. Nee, war nur das Karamell das, von den Crunches. Okay, habe ich mir eingebildet. Ich muss. Es war sehr kräftig, habe ich schon erwähnt. Muss erstmal irgendwie loswerden hier. So, machen wir die Schoketten auf. Riecht sehr spannend. Aber wir haben doch schon mal so was Ähnliches gegessen. Mir kommt das irgendwie total bekannt vor. So eine Karamellschokolade. War die nicht von. Doch, ich glaube, der hatte mal eine aus der Schweiz oder so. Die war ziemlich lecker. Und scheinbar haben sie das jetzt auch probiert. Karamellisierte weiße Schokolade. Und da hat mich nämlich auch der Geruch ist sofort dran erinnert. Hat auch dieselbe Farbe. Logischerweise. Das ist quasi dasselbe, nur von einer anderen Firma. Ich bin gespannt, ob sie so gut schmecken. Die Antwort ist nein. Und ich kann dir auch sagen, warum. Nee, kann ich dir nicht sagen. Es steht nicht da. Aber mir juckt die Nase. Es tut mir leid. Ich bin mir zu 100% sicher, dass hier unter Aromen angegeben, dass da Vanillepulver mit dran ist. Schmeckt sehr nach Vanille. Und das ist der Unterschied zwischen der und der anderen. Sie schmeckt nicht schlecht. Schmeckt tatsächlich sehr nah an der aus der Schweiz, die wir mal drin hatten. Aber die aus der Schweiz war mir wesentlich lieber, weil da war kein Vanille weiter dran. Die hat einen sehr vanilligen Nachgeschmack. Was wahrscheinlich für die meisten Leute sehr, sehr lecker ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es anderen Leuten schmeckt. Ich bin kein Vanille-Fan. Ich mochte Vanille noch nie. Und deswegen würde ich auch nie auf irgendwas zugreifen, wo Vanille draufsteht. So, hier steht nicht Vanille drauf. Ich vermute aber ehrlich gesagt, dass welches drin ist. Es schmeckt sehr stark danach. Wenn man irgendwas nicht mag, dann schmeckt man das überall raus. Es ist einfach so. Also, nee. Nicht so mein Ding. Ich würde dann lieber das andere nochmal kaufen. Von der anderen Firma, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Aber da erinnere ich mich dran, die Schokolade, die habe ich an einem Tag aufgegessen. Und das heißt schon was, weil normalerweise esse ich Schokolade nicht an einem Tag auf. Das sind Sachen, die hebe ich mir über 2, 3 Tage hinweg, teile ich mir die auf. Aber die konnte ich einfach nicht aufhören. Das hier muss ich jetzt nicht noch machen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Also Schoketten muss ich sagen, in letzter Zeit, seit ich ein Kind war, Schoketten haben mich immer irgendwie enttäuscht. Und ich weiß nicht so richtig warum. Ich weiß nicht, ob sie früher besser waren oder ob die neuen Sorten, die jedes Jahr kommen, mich irgendwie einfach abschrecken. Keine Ahnung. Aber Schoketten muss ich sagen, war nie so richtig mein Ding. Nee, ich erinnere mich an keine Sorte Schoketten, wo ich gesagt habe, wow, das muss ich mir unbedingt kaufen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Auch nicht so früher. Ich glaube, es war noch nie so mein Ding. Gebe ich ganz ehrlich zu. Naja, okay. Wir haben es erstmal probiert. Es ist mit Sicherheit für jemand anderen was. Für mich ist es leider nicht. Schade. Aber okay. Ist nicht so schlimm. So. Den Rest probiere ich dann wie immer quasi privat und schreibe unten rein, wie es war. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung.